Kapitel 5. In den Tiefen des Waldes. Wisst ihr denn nicht, dass man nicht in das Territorium eines anderen Tieres eindringt? Territorien, seid ihr in dieser Gegend wirklich so feindselig zueinander? Dort, wo wir herkommen, gibt es so etwas nicht mal. Die Neugier unseres neuen Gegenübers wirkte sofort geweckt. Dort, wo ihr herkommt? Stammt ihr etwa nicht aus dieser Gegend? Was macht ihr dann hier? Rondo wirkte nicht, als hätte er noch genügend Geduld für diese Debatte. Hast uns etwa nicht erwartet? Wozu denkst du, habe ich dir diesen Traum geschickt? Weil mir langweilig war. Sofort sah man die Überraschung, doch auch die Realisierung in den Augen der Wölfin. Dieser Traum war echt? Ich dachte, es wäre wirklich nur ein Traum gewesen. Das heißt, ihr seid die Gruppe um Rondo? Das sind sie und ich bin Rondo. Glaubst du dann vielleicht auch, dass der Traum durchaus einen Sinn hatte oder hältst du ihn immer noch für eine Einbildung? Etwas trotzig antwortete sie. Woher soll ich denn wissen, dass gerade dieser Traum real ist? Wie die meisten träume ich nicht gerade selten, weißt du? Wozu müsst ihr euch denn streiten? Am Ende klappt doch alles oder etwa nicht? Wieder einmal war Vin der Erste, der meine Gedanken tatsächlich aussprach. Auch wenn ich ehrlich gesagt eher auf der Seite unserer vermutlich nächsten Begleiterin stand. Ein Traum war wahrlich nicht das gewöhnlichste Kommunikationsmittel und schon gar keins, das man wirklich beim ersten Mal ernst nehmen würde. Ich denke, das Walross hat recht. Ich war zwar jetzt ehrlich gesagt nicht vorbereitet auf irgendeine Reise, aber mitkommen werde ich trotzdem, wenn wir damit vielleicht tatsächlich Frieden bringen können. Und außerdem braucht ihr anscheinend jemanden, der sich auf diesem Kontinent etwas auskennt, wenn ihr sonst blind an andere Territorien rennt. Na gut, dann so. Ich hoffe, du hast nicht vor, noch etwas aus deinem Zuhause mitzunehmen. Denn wir wollen schnell weiter. Wir müssen zum Plateau. Heute noch? Ich glaube nicht, dass das irgendwie möglich ist. Ich hatte die Zeit ehrlich gesagt komplett aus den Augen verloren, gerade hier im dunklen Wald, aber wo sie es nun erwähnte, fiel mir auch auf, wie rot bereits die Sonnenstrahlen an der Spitze des Hügels waren. Die Sonne musste bereits tief am Horizont stehen, die Nacht nahte schnell. Das klappt nicht. Verdammt, ich dachte, bis zum Plateau bräuchten wir höchstens 2 Stunden. Ich wusste nicht ganz, ob die Reaktion der Wölfin Schock oder Amüsement sein sollte. 2 Stunden? Woher hast du denn die Idee? Wenn man durchrennt, schafft man das vielleicht in 3. Wenn ihr vorhabt, normal zu laufen, müsstet ihr mindestens mit 6 Stunden rechnen. 2... Ich wollte jetzt nicht ausschließen, dass Rondo es tatsächlich in 2 Stunden schaffen könnte. Allerdings würde der Rest von uns das nicht. Deswegen ging sein Plan nicht auf und wir mussten uns eine Alternative überlegen. Ich wüsste zwar nicht, was ich aus meinem Lager bräuchte, aber ich bin trotzdem dafür, dass wir dorthin gehen. Da sind wir in weniger als einer Stunde und es liegt in Richtung des Plateaus. Ich gehe mal davon aus, dass ihr heute schon recht weit gereist und dementsprechend müde seid. Überhalb Irelius, das ganze Meer und durch den Wald. Du kannst drauf wetten, dass wir schon eine Weile gereist sind. Irelius, was soll denn das sein? Hast du noch nie von Irelius gehört? Irelius ist der Eiskontinent auf der anderen Seite des Meeres. Von da kommen alle von uns. Woher sollte ich den Namen dieses Kontinents kennen? Ich wusste bis gerade eben ehrlich gesagt nicht einmal, dass dort überhaupt jemand lebt. Ich dachte, es wäre unmöglich bei dieser Kälte. Dass viele Wesen Irelius nicht für den besten Lebensraum hielten, war eindeutig und mir auch bewusst gewesen, aber dass die Gedanken wahrlich so weit reichten, dass manche glaubten, es gäbe dort noch nicht einmal Leben? Dieser Gedanke veränderte meine Sicht auf meine Heimat tatsächlich ein wenig. Es machte mir erst klar, wie unwirtlich der Kontinent wirklich war. Allein der Fakt, dass Ecke der einzige Grund war, aus dem wir überhaupt Pflanzen anbauen konnten, gab mir nun zu denken. Ich hatte nie wirklich etwas anderes gekannt und es deshalb nicht hinterfragt, aber nun überlegte ich. War das Leben wirklich so viel besser an anderen Orten? Und gleichzeitig fragte ich mich auch, machte dieser Fakt das Leben auf Irelius weniger lebenswert? Doch gleichzeitig wusste ich, dass die eisigen Weiten nicht nur für mich eine Heimat waren. Letztlich war es wohl einfach eine Sache der Gewohnheit. Es dauerte nicht viel mehr als eine halbe Stunde,
bis wir ein eigentlich sehr bedürftig aussehendes Zweiggebilde erblickten. Zwar waren die Zweige eher unbeholfen ineinander verflochten, allerdings war dieses kleine Lager zumindest ziemlich groß. Allerdings sah ich keinen großen Sinn in ihm. Es half eigentlich nur, um abzugrenzen, wo das Lager begann und endete. Regen und Wind kämen ohnehin kaum so tief in den Wald hinein. Wenn sie es allerdings täten, dann würde dieses Zweiggerüst auch nichts daran ändern können. Hier ist mein Lager. Macht es euch bequem, wenn ihr das ohne euren Schnee überhaupt hinbekommt. Die Wölfin machte ihren Unmut gegenüber unserer Lebensweise nicht selten klar. Doch ehrlich gesagt, es nervte mich sowieso jetzt schon. Allgemein wirkte sie im Ansatz nicht so sympathisch wie unser erster Kollege Vin, den ich wirklich schon nach einigen Stunden als guten Freund sah. Aber trotzdem wollte ich nicht zu früh werten. Außerdem, auch wenn sie etwas unkomfortabel in unserem Umfeld wirkte, zumindest war sie sofort bereit gewesen, der Gruppe beizutreten und uns zu helfen. Vielleicht musste sie sich einfach erst ein bisschen an uns gewöhnen. Ist es irgendwie möglich, in diesem Gebilde ein Lagerfeuer zu machen oder brennt da direkt der ganze Wald nieder? Das hängt davon ab, wie gut du mit deinem Element bist. Im Normalfall dürfte nichts abbrennen, außer das Brennmaterial für das Lagerfeuer. Ecke hatte offensichtlich nicht vor, über sein Talent mit dem Feuerelement zu debattieren, sondern zeigte schnell und einfach, dass er durchaus die nötige Präzision hatte und begann ein kleines Lagerfeuer. Ja, ich erwartete noch einen zynischen Kommentar der Wölfin. Allerdings kam nichts außer einem tatsächlich anerkennenden Blick auf das Feuer. Es ist mal etwas Neues für mich, so am Feuer zu sitzen. Als alleinlebende Eiselementarin ist das tatsächlich sonst ziemlich schwierig. Naja, hier können wir die Nacht verbringen und morgen dann hoffen, dass mein Optimismus sich auszahlt. Optimismus worüber denn? Vor etwa einer Woche hat es hier in der Gegend heftig gestürmt. Und die Brücke zum Plateau war schon immer recht marode. Es wäre kein Wunder, wenn sie eingestürzt wäre. Und wenn das der Fall ist, dann Gnade uns Gott. Entweder klettern wir dann in die Schlucht und wieder hoch und das schaffen wir einfach nicht. Oder wir nehmen einen Umweg. Und wenn ich Umweg sage, dann meine ich wirklich einen Umweg, wenn ihr versteht. Ehrlich gesagt verstand ich die Sorgen nicht so ganz. Selbst wenn die Brücke eingestürzt ist, ich kann doch einfach mit Rankenersatz schaffen. Ich bin immerhin Pflanzenelementar. Anstelle der Wölfin übernahm Rondo die Antwort. Vergiss es, Jason. Um Ranken aus Stein sprießen zu lassen, braucht es viel mehr Erfahrung, als du hast. Und die Schlucht und ihre Umgebung ist völlig steinig. Wenn diese Brücke tatsächlich weg ist, macht euch nur bereit. Wir müssten die ganze Schlucht umlaufen. Das würde uns mindestens eine Woche kosten. Also betet lieber, anstatt zu fantasieren. Zum ersten Mal sprach nun die Wölfin etwas, dem ich vollkommen zustimmte. Ist Beten nicht auch nur herum fantasieren? Aber das ist wohl deine Sache. Aber wo ich gerade deinen Namen erfahren habe, Jason. Vielleicht sollten wir uns alle mal vorstellen, oder nicht? Das wäre vermutlich sinnvoll, wenn wir so eine große Reise als Team bestehen sollen. Also, ich fange dann wohl einmal an. Mein Name ist Mira. Wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, bin ich eine Polarwölfin und Eiselementarin. Im Prinzip gibt es nicht viel über mich zu sagen, außer dass ich seit dem Tod meiner Mutter vor einigen Jahren alleine hier im Wald lebe. Bis ihr hier angekommen seid, ist eigentlich nichts Besonderes hier passiert. Und ich habe auch hier in der Runde gesehen. Ich habe zumindest einen beinahe Artgenossen hier in der Runde. Mit wem habe ich es denn hier zu tun? Irgendwo war ihr Interesse, welches sich vor allem auf Ecke bezog, natürlich verständlich, aber trotzdem war Mira mir noch nicht ganz geheuer. Ehrlich gesagt konnte ich damals gar nicht wirklich sagen, weshalb überhaupt, auch wenn ich es später herausfand. Auch wenn die Gründe irgendwo deutlich tiefgehender waren, als ich irgendwie hätte erraten können. Ecke selber schien jedoch kein derartiges Misstrauen zu hegen, ziemlich im Gegenteil. Er selber merkte, dass er Mira mit seinem Feuer tatsächlich bereits relativ beeindruckt hatte und war
deswegen schnell über seinen beleidigten Ehrgeiz weggekommen. Und außerdem war es für ihn wohl trotz allem auch noch ein beruhigender Gedanke, dass noch eine Artgenossin unserer Gruppe beitrat. Mein Name lautet Rubin. Wie du bereits gesehen hast, bin ich Feuerelementar. Also pass auf, dass du dir in meiner Gegend nicht die Pfoten verbrennst. Nach außen hin wirkte diese Aussage vermutlich erst einmal ziemlich unhöflich, doch ich und glücklicherweise offenbar auch die Empfängerin der Nachricht hörten den spielerischen Unterton heraus. Keine Sorge, wenn es darum geht, kann ich dir gut dabei helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wo wir gerade von kühl reden, wer bist denn du, Walross? Vin stellte sich Mira auch noch kurz vor, bevor sie zu meiner Überraschung doch noch einmal auf mich zukam. Also Jason, deinen Namen kenne ich inzwischen, aber kannst du sonst vielleicht noch irgendwas sagen, damit ich vielleicht besser weiß, mit wem ich es wirklich zu tun habe? Und wieder brachte es mich in dieselbe tolle Situation. Entweder erlog ich mir eine Lebensgeschichte oder ich erzählte etwas über meine Zeit als Mensch. Und gegenüber Mira wollte ich das noch weniger als gegenüber Vin. Aber mir fiel glücklicherweise noch eine Sache ein, die weder eine Lüge noch zu viel Information war. Also, Jason, Pflanzenelementar, das weißt du ja bereits. Sonst gibt es nicht viel über mich zu sagen. Ich bin Rubins bester Freund und, naja, im Prinzip bin ich wohl auch schuld daran, dass Rondo wieder aus seinem ewigen Schlaf erwacht ist. Auch Besagter mischte sich nun wieder ins Gespräch ein. Dass er nicht gerade der gesprächigste unserer Reisepartner sein würde, war ja bereits anfangs klar gewesen, aber ehrlich gesagt überraschte mich oft der Mangel an zynischen Kommentaren. Tatsächlich war er bisher beinahe durchgehend eine hilfreiche Begleitung gewesen. Zumindest solange er nicht schwieg. Ich denke, mein Ruf eilt mir auch an diesem Ort voraus, sodass ich nicht viel erklären muss, habe ich recht? Im Prinzip ja, das stimmt. Auch hier kennt man deine Geschichten vom Krieg gegen die Menschen. Du hast dir ja wirklich einiges geleistet. Ich muss aber auch sagen, ich war sehr überrascht zu hören, dass du dieses Mal auf Frieden aus bist. Ehrlich gesagt bin ich schon fast enttäuscht. An sich bin ich wirklich gegen Gewalt, egal gegen wen oder was, aber manche Menschen verdienen nichts als den Tod. Menschen sind einfach emotionskalt. Sie werden es nie verstehen, da bin ich mir sicher. In diesem Moment war ich wirklich noch einmal froh, meine wahre Vergangenheit verdeckt zu halten. War jedoch auch ziemlich gereizt von diesem plötzlichen Hass, so sehr ich Menschen selber hasste. Doch Ecke schien bereits zu verstehen, was wohl die Hintergründe des Ganzen waren. Es hängt mit deiner Mutter zusammen, oder? Du hast ja schon gesagt, dass sie vor ein paar Jahren verstorben ist. Es waren Menschen, oder? Kurz wirkte sie von diesem schnellen Verständnis tatsächlich schockiert. Ja, du hast recht, war es so offensichtlich? Sie sind einfach in den Wald gekommen und es ist in Ordnung. Du musst nicht mehr erzählen, wenn du nicht möchtest. Ich denke, alle hier verstehen, weshalb du denkst, wie du denkst. Immer noch wirkte Mira etwas durch den Wind, doch ihre Erzählung beendete sie. Ja, danke. Es schien nicht so, als läge irgendjemandem etwas daran, diese Unterhaltung nur noch fortzuführen. Wir alle begaben uns nun zur Ruhe, damit am nächsten Morgen die Reise weitergehen konnte.